Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute schauen wir auf ein paar sehr wichtige Redewendungen mit Körperteilen, zum Beispiel Hand, Kopf, Fuß und so weiter. Diese sind im Alltag sehr weit verbreitet und deshalb auch lernenswert. Wenn es euch interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dabei. Als erstes nehmen wir heute die Redewendung ein Auge zudrücken. Diese Redewendung ist im Alltag relativ weit verbreitet und bedeutet etwas bewusst übersehen oder einfach durchgehen lassen bzw. nicht bestrafen, wenn jemand einen relativ kleinen Fehler gemacht hat. Ich weiß, klingt kompliziert, aber wir nehmen mal ein paar Beispiele, damit es klarer wird. Meine Lieben, als Deutschlehrerin bin ich immer auf der Suche nach wirklich lernunterstützenden und interessanten Apps zum Deutschlernen. Und eine solche App, die wirklich innovativ ist, ist eindeutig Chatterbox Streams. Diese App durfte ich einen Monat lang testen und heute möchte ich diese App wirklich sehr gerne auch euch vorstellen. Also, wie funktioniert die App? Erstens kannst du neben Deutsch auch noch Englisch, Französisch und Spanisch lernen. Und in der App gibt es zahlreiche Livestreams von Muttersprachlern zu verschiedensten Themen. Und diese Livestreams sind auf verschiedenen Niveaustufen, von A1 bis B2. Auf der A-Stufe wird noch vieles auf Englisch erklärt und auf der B-Stufe fast alles auf Deutsch, also diese Einsprachigkeit, die auch mir sehr wichtig ist. Der Vorteil der App ist nicht nur, dass du dir sehr spannende Livestreams anschaust, sondern vor allem auch, dass du währenddessen auch noch diverse Aufgaben zu diesem Livestream erledigst. Und du kannst auch mit anderen Teilnehmern auf Deutsch chatten. Letztens habe ich mir den Livestream über die Bundestagswahlen in Deutschland angeschaut und der war wirklich sehr gut gemacht. Das kann ich dir nur empfehlen. Hier ein Einblick. Das sind die Parteien in Deutschland, die zurzeit in der Regierung sitzen. 6 Parteien. Das nennt man einen Zusammenschluss, eine Koalition. Übrigens, alle Livestreams werden gespeichert, sodass du nicht immer live dabei sein musst und dir diese auch später noch anschauen kannst. Und wie du gerade gesehen hast, sind die Livestreams wirklich sehr aktuell, wie jetzt mit den heutigen Bundestagswahlen und auch relativ kurz, sodass du wirklich täglich Zeit dafür finden kannst. Mit Chatterbox Streams kannst du also nicht nur deinen Wortschatz, sondern tatsächlich auch deinen Horizont erweitern. Und das Beste ist, die App ist wirklich super einfach zu bedienen und sehr preiswert. Du zahlst nur 2,99 € im Monat. Außerdem kannst du die App 7 Tage kostenlos testen und schauen, ob es etwas für dich ist. Also melde dich jetzt über meinen Link in der Videobeschreibung an und probier es selbst mal aus. Viel Spaß! Sagen wir mal, dass du deinem Kind gerade gesagt hast, dass es aufräumen soll. Das Kind hat es auch einigermaßen gemacht, wobei auf einem Regal immer noch keine Ordnung herrscht. Und dann sagst du, ich kann vielleicht dein Auge zudrücken, aber ich glaube nicht, dass dein Vater das akzeptiert. Also, ich kann vielleicht dein Auge zudrücken. Ich kann es vielleicht gerade so durchgehen lassen, aber dein Vater wahrscheinlich eher nicht. Lass uns noch ein Beispiel aus dem Alltag nehmen. Angenommen, warst du heute in einer Behörde und ein Beamter sagte zu dir, dass du ein Formular ein bisschen falsch ausgefüllt hast. Und du warst schon ein bisschen traurig, weil du nicht schon wieder nach Hause gehen und dann einen neuen Termin vereinbaren wolltest. Und schließlich hat er dieses Formular trotzdem akzeptiert. Und dann erzählst du zu Hause darüber und sagst, ein Formular war eigentlich falsch ausgefüllt, aber der Beamte hat ein Auge zugedrückt und es trotzdem akzeptiert. Gott sei Dank. Das heißt, der Beamte hat es trotzdem durchgehen lassen, auch wenn es nicht ganz richtig war.
Als nächstes schauen wir heute auf die Redewendung Hand und Fuß haben. Hand und Fuß haben bedeutet sehr logisch, nachvollziehbar und generell gut strukturiert sein. Diese wird wirklich ziemlich häufig verwendet, deswegen merkt ihr das gut. Also Hand und Fuß haben. Nehmen wir ein Beispiel. Sagen wir mal, dass du gerade eine Startup-Idee hast und auch schon einen Businessplan verfasst hast. Und diesen Businessplan hast du gestern einem potenziellen Investor vorgestellt. Und dann sagt er im Anschluss, ihr Projekt hat eindeutig Hand und Fuß und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, in ihr Startup zu investieren. Ihr Projekt hat Hand und Fuß. Das heißt, ihre Idee klingt für mich plausibel und vielversprechend. Das ist alles logisch und ich bin bereit zu investieren. Natürlich nehmen wir noch ein Beispiel, das vielleicht etwas bodenständiger ist. Sagen wir mal, dass du gerade angesichts kommender Bundestagswahlen ganz viel mit deinen Freunden diskutiert hast. Und die Ideen eines bestimmten Freundes oder seine Gedanken haben dich immer wirklich überzeugt und waren immer sehr interessant. Und dann sagst du zu ihm, deine Gedanken und Ideen haben immer Hand und Fuß. Ich liebe es, dir zuzuhören. Das heißt, deine Ideen sind immer sehr logisch und nachvollziehbar und ich lerne viel dazu vielleicht und deshalb macht es mir Spaß, dir zuzuhören. Unsere nächste Redewendung für heute ist, jemandem fällt etwas auf die Füße. Diese Redewendung ist wirklich sehr umgangssprachlich. Ich möchte dich davor warnen, aber in letzter Zeit habe ich sie so häufig gehört, dass ich sie unbedingt nehmen wollte. Was ist die Bedeutung? Die Bedeutung ist negative Konsequenzen haben bzw. negative Folgen nach sich ziehen. Zum Beispiel, sagen wir mal, dass du relativ bald eine sehr wichtige Klausur hast und ein Freund von dir hat sich kaum darauf vorbereitet und entschieden zu spicken. Spicken bedeutet abschreiben. Und dann sagst du zu ihm, ich hoffe, es wird dir nicht auf die Füße fallen. Betrugsversuche werden an unserer Uni ziemlich hart bestraft. Ich hoffe, es wird dir nicht auf die Füße fallen. Was heißt das? Ich hoffe, du wirst nicht erwischt werden. Ich hoffe sozusagen, dass alles für dich gut läuft und du keine negativen Folgen haben wirst. Natürlich nehmen wir noch ein Beispiel. Angenommen, fährst du gerade mit deiner Partnerin in den Urlaub Richtung Süden, ohne vorher eine Unterkunft gebucht zu haben. Und dann sagst du, ich hoffe, es wird uns nicht auf die Füße fallen, so unvorbereitet in den Urlaub zu fahren. Ich hoffe, es wird uns nicht auf die Füße fallen. Das heißt, ich hoffe, alles wird gut. Ich hoffe, wir finden sozusagen eine Unterkunft, die gut ist und auch bezahlbar ist und sozusagen, dass es keine negativen Konsequenzen für uns haben wird. Als nächstes schauen wir heute auf die Redewendung, jemandem rutscht das Herz in die Hose. Das ist so total lustig und wieder sehr, sehr bildlich. Was ist die Bedeutung? Jemand hat plötzlich sehr viel Angst. Wirklich sehr viel Angst. So, genau. Beispielsweise ist eine Freundin von dir eine Künstlerin bzw. eine Sängerin und gestern musste sie zum ersten Mal vor einem sehr großen Publikum singen. Und heute erzählt sie dir darüber. Als ich gestern diese Menschenmenge gesehen habe, ist mir das Herz sofort in die Hose gerutscht. Aber dann habe ich angefangen zu singen und diese ganze Aufregung ist komplett verschwunden. Mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Ich hatte plötzlich so viel Angst. Ich war total aufgeregt sozusagen. Ja, und so ist es praktisch immer in dieser Bedeutung. Oder nehmen wir wieder so ein Beispiel aus dem Uni-Kontext. Angenommen, hast du heute Morgen eine Prüfung geschrieben und später erzählst du einem Kommilitonen darüber, der das noch schreiben muss. Und dann sagst du, am Anfang der Prüfung ist mir das Herz in die Hose gerutscht, weil ich gleich die erste Aufgabe nicht lösen konnte. Dann ist es aber besser geworden.
Also am Anfang der Prüfung hattest du plötzlich ganz viel Angst, weil du die erste Aufgabe nicht lösen konntest. Als nächstes nehmen wir wieder mal eine sehr umgangssprachliche Redewendung, und zwar jemandem den Kopf waschen. Man kann sich das so bildlich vorstellen. Die Bedeutung ist einfach jemanden belehren bzw. aufklären. Zum Beispiel hat sich der Sohn deiner Schwester letzten Samstag den ganzen Tag nicht gemeldet, obwohl er erst 13 ist. Und dann kam er nach Hause, also am Abend zum Beispiel, und deine Schwester hat ihm ordentlich den Kopf gewaschen. Das heißt, sie hat ihn belehrt, dass so etwas überhaupt nicht geht. Wir können natürlich noch ein Beispiel nehmen, sagen wir mal so aus dem Berufsleben oder so. Angenommen hat ein Mitarbeiter heute einen gravierenden Fehler gemacht. Und dieser Fehler war total unnötig, hätte er sich mehr angestrengt und vorbereitet. Und dann hat die Chefin ihm ordentlich den Kopf gewaschen. Was heißt das? Das heißt, sie hat ihn ordentlich belehrt, sie hat ihn aufgeklärt, sie war so ein bisschen böse. Nun nehmen wir eine Redewendung, die ich persönlich sehr mag, und zwar ganz Ohr sein. Ganz Ohr sein bedeutet, sehr, sehr aufmerksam zuhören. Das ist generell eine Redewendung, die sehr positiv konnotiert ist. Zum Beispiel ist deine beste Freundin gerade aus dem Urlaub zurückgekehrt und ihr trefft euch jetzt. Und dann sagst du: Ich bin ganz Ohr. Erzähl mir, wie dein Urlaub war. Ich möchte alles wissen. Ich bin ganz Ohr. Also du hast jetzt meine volle Aufmerksamkeit. Ich höre dir zu und möchte alles wissen. Oder wir nehmen noch ein Beispiel. Sagen wir mal, dass du heute einen sehr langen Tag auf der Arbeit hattest. Also dieser Tag war sehr arbeitsam. Und nun kommst du nach Hause und sagst: Boah, was für ein Tag. Du glaubst nicht, was passiert ist. Und dann sagt dein Partner: Na dann, schieß los. Ich bin ganz Ohr. Ich bin ganz Ohr. Ich höre dir aufmerksam zu. Erzähl mal. Als letztes nehmen wir heute die Redewendung ein Händchen für etwas haben. Also quasi eine Hand und dann die Niedlichkeitsform Händchen. Ja, diese Redewendung beschreibt einfach sehr, sehr gute Fähigkeiten einer Person oder besondere Fähigkeiten. Sie beschreibt also, dass eine Person talentiert ist. Zum Beispiel habe ich eine Freundin, die 5 Sprachen wirklich fließend sprechen kann. Dann kann man sagen, sie hat ein Händchen für Sprachen. Also sie ist wirklich ein Sprachgenie, mehr oder weniger. Oder ein anderes Beispiel, ich habe einen anderen Freund, der sehr, sehr gut malen kann, obwohl er es nie bewusst gelernt hat, also nicht an der Uni oder in irgendeiner Schule. Dann kann man sagen, dass er dafür ein Händchen hat. Genau, also diese Redewendung ist aus meiner Sicht ziemlich einfach, also gut zu merken und wird auch sehr gerne verwendet. So, meine Lieben, und jetzt folgt der Teil Übung macht den Meister. Ich werde für euch wie immer eine kleine Übung hinterlassen und die Antworten findet ihr wie immer im angepinnten Kommentar. Viel Erfolg! Meine Lieben, wir sind schon am Ende dieses Videos und ich hoffe wie immer, dass das Ganze hilfreich war. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr diesem Video ein Like schenkt. Das würde mir noch mehr Motivation geben. Für jetzt bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer ganz viel Erfolg beim weiteren Deutschlernen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!